Er treibt sich auf den Straßen rum. Er lauert seinen Opfern auf. Und das Schlimmste, es kann jeden treffen. Tom Walek ist der Ü3 Mikromann. Guten Morgen Österreich, Sonntag in einer Woche Bundespräsidentenwahl. Es gibt keine zu leichte Mikromann-Frage, hat mal jemand zu mir gesagt. Genau an das halten wir uns heute. Folgende Frage: Für welches Amt kandidiert die Bundespräsidentschaftskandidatin Barbara Rosenkranz? Für welche Partei? Für welches Amt? Ich weiß wirklich nicht. Woher sind Sie? Aus Wels. Ich soll jetzt eigentlich wissen, weil ich bin bei der FPÖ. Was machen Sie bei der FPÖ? Nein, ich bin nur Jugendreferentin. Aha. Welche Fragen hat die Jugend so ungefähr zur Politik? Ja, nicht solche jetzt. Nicht solche? Das müssen Sie ja wissen. Aber ich habe schon von der Rosenkranz gehört. Was macht das ist jetzt? Aber sie ist Bundespräsidentschaftskandidatin. Ja. Also für welches Amt kandidiert sie dann? Das traue ich mir jetzt nicht sagen. Wer ist denn im Moment aktueller Bundespräsident? Nein, ich will das auch nicht. Ich traue mir das nicht sagen, weil was ist, wenn es der nicht mehr ist? Es ist ja. Na, sagen Sie mal, wer es ist. Nein, ich sage jetzt nichts. Jetzt wird es peinlich. Peinlich? Also wer könnte jetzt Bundespräsident sein? Ich weiß es nicht. Es muss passen. Machen wir es einfacher. Wer ist Bundeskanzler? Nein, muss man sagen. Ich sage Ihnen zwei Möglichkeiten. Josef Bröll. Oder? Werner Faymann. Sage ich den ersten. Josef Bröll. Ja, aber wir sagen beide Namen jetzt gar nichts. Gar nichts? Nein. Okay, dann sage ich jetzt einen dritten Namen. Ja. Eventuell Bundeskanzler oder auch nicht, das können Sie entscheiden. Ja. Ich darf das entscheiden. Heinz Fischer. Der sagt mir schon was. Der sagt Ihnen was? Ja, ich glaube, das ist er. Also, was macht jetzt Heinz Fischer? Bundeskanzler. Bundeskanzler. Sag ich jetzt einmal.